Liebe Leute, willkommen zurück. Die Dominion-Karte ist wieder am Start mit eurem S-Kicker. Und ja, was hat sich denn seit dem letzten Mal ereignet? Wir haben inzwischen Tag 5. Es sind ein paar Eisenbahnen im Bau, wie ihr seht, jede Menge. Und noch viele Festungen. Ich sehe gerade, ich baue in allen meinen Provinzen, die ich habe. In den Provinzen der Heimat baue ich überall Eisenbahnen. Ne? Überall. Weil ich erstens mal alle Ressourcen brauche. Natürlich Material, wobei das habe ich sogar am meisten. Ich habe 53.000 Holz am Start, noch 8.000 Eisen. Bin auf Eisen maximal auf Plus gegangen. Habe jedem, zeige euch mal die Ressourcen am besten, so dann könnt ihr selber schon. Ich habe noch 6.600 Getreide, habe 13.000 Fisch, 8.000 Eisen, wie gesagt, 53.000 Holz. Die Materialproduktion wird jetzt mit den Eisenbahnen nach und nach immer besser, ne? Und bin bei Energie auch mit knapp 200 im Plus und da setze ich meinen Fokus natürlich voll auf Öl, weil ich so viel Kohle und Gas habe. Hier kann man auf dieser Karte wirklich sehr, sehr gut handeln. Ich habe fast 400.000 Geld am Start. Ich handle jede Menge. Gucken wir mal. Ja, dann auf jeden Fall verkaufe ich immer viel Zeug und kaufe halt eben anderes Zeug dafür und hoch kam ich eben zu den Massen an Ressourcen. Ich hatte zwischendurch mal sogar knapp 100.000 Holz oder so, oder sogar mehr als 100.000, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich hier die Provinzen noch geholt, hier bei der Grenze an der KI. Die Provinz habe ich aufgegeben, habe dem Kollegen hier in British Canada geschrieben, er kann das gern holen, aber hat er doch nicht gemacht. Ich glaube, der ist ein bisschen eingeschnappt. Habe ihm auch eine Kooperation vorgeschlagen. Und er hat mir noch geschrieben, ja, dass ich ihn abschneiden würde. Hier haben gesagt, er kann die Kohleprovinz hier von mir aus gerne haben. Ich mach die wieder frei. Ich wollte nur die Hauptstadt der KI holen, ja, weil ich war ja auch viel, viel schneller unterwegs als er. Also was soll ich da warten, bis er da ist oder wie? Ich meine, ich will ja auch gewinnen, die Karte. Aber wenn er unbedingt hier an diese KI rankommen will, kann er gern hier die Provinz haben. Hat aber nicht geantwortet. Dafür hat er hier seine Truppen hier stehen. Und zwar es müssen jede Menge sein. Jetzt leider gerade nicht wie viel, weil ich habe hier keinen Ballon, aber ich kann hier mal einen abziehen. Hier viel zu viele stehen. Gehen mal so hier rüber. Sehe ich das morgen. Ja, und wobei ich mache das anders. Warte mal, ich mach mal so und der ist ein bisschen näher ran, dann so langen Weg, dann sehe ich schneller, was hier muss. Ja, und ich schicke den mal hier zu Madarati. Und hier habe ich sicher da vier Panzerwagen noch reingeschickt, falls er mich angreifen sollte, hier, dass ich mir wehren kann. Eine Art, die habe ich hier nach oben geschickt und habe die KI beschossen. Habe gerade entdeckt, dass die Provinz inzwischen leer ist. Dann kann ich die KI auch ein bisschen näher ranschieben, falls mich die KI hier angreifen sollte. Ja, hier haben sie sich ein bisschen weiter vorwärts bewegt, die People, aber jetzt noch nicht so weit. Hier auch noch nicht. Hier geht es einigermaßen, es wird langsam inaktiver hier. Aber hier ist der hier dafür direkt schon angekommen. Der hat aber noch keine Kriege, also der sammelt ein paar People. Vielleicht hat er schon Ahnung von der Karte im Moment. Wir erfahren es ja. Ja, es kann sein, dass der schon Ahnung hat von der Karte. Weil ganz ehrlich, wenn man hier direkt angreift, kann man ordentlich auf die Nase kriegen. Ja. Weil die KI hat, wie gesagt, auch Artillerien und so weiter. Also ich versuche hier noch nicht anzugreifen. Je nachdem, ob der sich noch meldet, hier der Kollege hier im Süden, der British-Kanada-Mensch, da kann er das von mir aus gern haben. Und ich wünsche mir sogar, er nimmt es und dann greift er die KI an und dann hat er den ganzen Ärger. Ich habe ihm auch parallel geschrieben, er kann die Provinz haben und wir können auch besser kooperieren. Das wäre natürlich am besten, ja. Zwar habe ich ihm vorgeschlagen, dass wir hier nach und nach alle so hier Punkteprovinzen holen. Die, wie heißen die? Sorry, Kontrollprovinzen, genau, Kontrollpunkte, dass wir die holen zusammen. Jeder kriegt dann immer eine von den Sternprovinzen hier sozusagen, also die Kontrollprovinzen. Die kann er dann haben zum Beispiel. Ich würde ihm helfen, da durchzukämpfen. Dann würde ich den holen, dann würde ich den holen und so weiter. Dann würden wir am Ende entscheiden, wer gewinnt. Ja, also. Das habe ich ihm vorgeschlagen, dass einer von uns beiden gewinnen soll. Ich weiß nicht, der hat nicht geantwortet. Ich glaube, der ist eingeschnappt, weil ich hier die Provinz hier geholt habe. Aber er bewegt sich auf jeden Fall. Also er scheint aktiv zu sein. Er vertraut mir scheinbar sogar einigermaßen, dass ich ihn nicht angreife hier. Weil er die Provinzen leer gelassen hat.
Weiß nicht, ich traue dem Braten nicht ganz, weil wenn er nicht antwortet, dann ist immer irgendwas im Busch, ne? Er könnte, hätte ja nichts zurückschreiben können, ja, ich denke drüber nach oder keine Ahnung was. Kam nichts, also von daher gehe ich davon aus, dass er da keinen Bock drauf hat. Die People hier kann ich aber tatsächlich auch darüber schicken, weil hier die Provinz ist ja geschützt. Und die KI kann hier nicht aus Wasser, da ist keine Wegverbindung. Das heißt, das kann keiner erobern, außer irgendeine andere Provinz fehlt vorher. Ja, ich baue hier nach wie vor trotzdem Festungen. Nicht nur, okay, hier habe ich eine Eisenbahn natürlich schon gesetzt. Ich glaube, die werde ich auch die Sachen hier erstmal abbrechen. Wollen gleich die Fabriken am Start gehen. Wieso meine ich das mit den Festungen? Ja, weil ich natürlich auch die Moral hier sichern will. Je schneller die Moral, ich meine, die sind immer schon im 60er-Bereich. Also die werfen jetzt immerhin schon mal Ressourcen ganz gut ab. Hier werde ich auch mal die Festungen mal abbrechen. Ich werde erstmal Fabriken, weil ich brauche Material halt eben, ne? Hier lasse ich es aber tatsächlich an der Grenze zu der KI, weil die KI greift mich immer wieder an zwischendrin. Und die Festungen werden die halt gut ab. Ich habe ja tatsächlich schon mal eine Eisenbahn scheinbar gestartet. Okay. Das habe ich übersehen, aber egal. Jetzt lasse ich es durchlaufen. Ich hoffe, dass ich die Provinz hier einigermaßen verteidigen kann. Hier war das genau. Hier ist immer eine Stufe 2 Festung mal fertig. Okay, hier sind People fertig. Die sollen mal hier hinkommen. Ja. Also an der Grenze zu KI will ich halt tatsächlich viele Festungen haben, weil die immer wieder angreift. Wenn die Spieler hier ein bisschen vorwärts kommen, dann wird die KI immer schwächer. Da sie die Hauptstadt auch verloren hat, die KI, wird die Moral jetzt auch immer schwächer bei dem. Weiß nicht, ob die KI irgendwann mal eine Hauptstadt baut, eine zweite. Ja, wenn es hier so bauen würde, wäre natürlich super, dann könnte ich mir das auch gleich snacken. Aber ich glaube nicht, dass sie so weit kommt. Ich habe es auf einer anderen Karte gehabt, da hat die auch ewig noch viel Land gehabt, aber hat ewig nichts gebaut. Naja, mal schauen. Ja, und hier werde ich tatsächlich erst angreifen. Entweder wenn ich hier, so, ich muss hier unbedingt so ein paar Mann haben, übrig haben, so 100 Mann oder sowas, oder mit vielen Panzerwagen eben, so dass wenn ich ihn angreife und mit den Artis beschieße, erstens mal muss eine Armee hier davor stehen, dass ich ihn halt eben in Ruhe beschießen kann, falls er irgendwie einen Ausfall macht. Macht er eigentlich immer. Außerdem zieht er aus allen anderen Provinzen ja auch Männer dann hier in die Provinz, wo ich angreifen würde. Das wäre jetzt eigentlich meine Wunschprovinz mit Doppelstahl zuerst. Dann natürlich auch die Doppelholzprovinzen, ja. Den lasse ich aber vielleicht den Kollegen in Kanada noch übrig. Dann hole ich mir die hier. Und die Doppel-Weizenprovinz ist natürlich auch super lecker, ja. Die brauche ich unbedingt, weil später wird es ja wirklich Probleme geben mit Nahrung hier. Und die mittlere Provinz hole ich mir als letztes dann immer. Gibt es ja eigentlich irgendwas Günstiges? Ja, ein bisschen Fisch. Jetzt hängt es ein bisschen. Egal. Ja, das ist so der Plan. Und ja, das werde ich jetzt erstmal machen. Ich verstecke mich jetzt sukzessiv so überall ein bisschen. Und wenn ich weiß, ich habe hier die Stufe 2 Festung durch, kann ich hier noch ein paar People abziehen und hier sogar ein paar Männer abziehen und so weiter. Natürlich, wo ich jetzt die Eisenbahn baue, da brauche ich immer noch mehr Mann, weil da ist nur eine Stufe 1 Festung. Ne? Aber es wird ja immer mehr und ich habe, glaube ich, auch Kasernen. Ja, Kaserne Stufe 2 habe ich hier am Start. Hier habe ich gar keine. Okay. Achso, ich habe die in den Doppel-Restprovinzen, glaube ich, drin. Hier habe ich noch eine und hier habe ich gar keine. Okay. Egal. Also ich habe zwei Stück. Habe ich zwei Stück haben, genau. Aber jetzt werden überall die Eisenbahnen gebaut. Das heißt, es kommen immer mehr Männer. Inzwischen habe ich wie viel? 155 Einheiten, was ganz gut ist. Habe eine Super Kill Death Trade gegen die KI, eben 55 zu 5. 5 Männer habe ich verloren. Und zwei Provinzen habe ich verloren, die ich wieder freigemacht habe. Und eventuell lasse ich die hier dann auch wieder zurückerobern. Weiß ich nicht. Jetzt wäre es natürlich doof wegen der Festung, falls der Kollege sich meldet und sagt, ja, ich möchte die Kohleprovinz. Dann werde ich die Festung abbrechen, damit ich die Eisenerze wieder zurückkriege. Aber ja, das werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich lasse die hier sicherheitshalber noch da. Und hier ist nur eine Arti und hier sind drei. Aber ich werde, wie gesagt, bevor ich die KI hier angreife, werde ich hier die Männer zusammenziehen in einer einzigen Kavallerieeinheit, Entschuldigung, Artillerieeinheit, vier Artis und eben Panzerwagen und Männer. Falls die KI rückschießt, dann sollen die vier Artis nicht down gehen. Und
Das werde ich vielleicht morgen sogar schon starten. Und da werde ich halt eben, wie gesagt, so eine vordere Einheit, so eine Frontarmee bauen, die eben die Nahkampfangriffe abwehrt. Ne? Da bin ich gerade ein bisschen am Basteln und am Ausdenken. Wenn die Männer hier angekommen sind, alle, dann kann ich hier ein bisschen Panzerwagen abziehen und so weiter. Das werden wir sehen. Und die Festungen sollen auch erstmal ausgebaut werden. Hier ist eine Stufe 2 Festung fast. Das ist sehr nett von der KI, dass die hier so schön für mich übrig lässt. Oh, ich kann hier ein bisschen schneller fahren mit dem Panzerwagen, fällt mir da so ein. Ja, das war's jetzt von der Dominion-Karte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf die nächste Folge und ich hoffe, ihr auch. Und wünsche euch ganz viel Spaß noch auf YouTube und bis demnächst. Macht's gut, ciao, ciao.